Hier arbeiten seit 3 Jahren in einer halb zerfallenen Kapelle am Ortsrand junge Künstler, die sich bereits als Avantgardisten der zeitgenössischen ungarischen Kunst einen Namen gemacht haben. Allerdings argwöhnisch beobachtet von den offiziellen Kunstwächtern, in deren dirigistisches Konzept die abstrakten Experimente der Kapellenkünstler, so nennt sich die Gruppe, wenig passen. Tatsächlich entsprechen die Kunstvorstellungen der jungen Leute auch eher denen ihrer westlichen Kollegen als der Ideologie des sozialistischen Kunstrealismus. Der Gründer der Gruppe ist György Galantai. Na most az abstrakt művészet, mindennemű abstrakció, mindennemű nonfiguráció, a szó szerint... Die abstrakte Kunst ist nach der offiziellen Kunstauffassung ein Symbol des verwesenden Kapitalismus. Deshalb wird diese Kunstform in Ungarn abgelehnt oder gerade noch geduldet. Wir gehören zurzeit in die Kategorie der gerade noch Geduldeten. Der Staat ist uns gegenüber mal absolut neutral, mal nimmt er jede Äußerung von uns als Provokation und das ist völlig falsch. Wir sind unbedingte Befürworter dieser Gesellschaft. Das Ganze ist eher ein Protest. Wir Künstler protestieren damit gegen die Vermechanisierung, gegen Spießbürgertum, gegen das Horten von Reichtum. Das bedeutet aber noch nicht, dass man sich gegen diese ganze Gesellschaftsordnung stellt. Wir sind gegen einzelne Erscheinungsformen. Was uns hier in unserer Gesellschaft Probleme macht, ist die Ausdrucksform. Die Form kam immer schon aus Westeuropa. Westeuropa war die Kulturwelt, Osteuropa war eine zurückgebliebene Welt. Wir haben die Aufgabe, die westliche Kultur und Kunst nach Osteuropa sozusagen hinüber zu retten und sie hier heimisch zu machen.